Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Channel. Wir spielen heute Stranded Deep, ein Spiel, in dem wir, naja, wir müssen abermals survivalen, ähnlich wie im Wäldchen, diesmal aber, sagen wir mal, bei einer karibischen Inselgruppe, die, wir spielen momentan in der Alpha-Version 001, unten links steht es, ich habe jahrelang aufs Spiel gewartet, es war damals nur eine Art Floß-Simulator, kann man sagen, aber daraus hat sich inzwischen ein richtiges Survival-Spiel entwickelt, zwei Programmierer sind nur beteiligt und dafür, dass es nur zwei sind, haben wir ein richtig ordentliches Stück Software, ich lasse mich sehr, sehr, sehr überraschen, ich höre auch gleich mal auf zu quatschen und ich würde sagen, wir starten mal los. Ja, und ähnlich wie bei einem anderen Spiel starten wir im Flugzeug. So, wir haben keine Beine, aber dafür haben wir eine Zeitung. Und wir sollen uns erstmal zur Beruhigung, weil es hier gerade schüttelt, machen wir uns zur Beruhigung erstmal schön einen leckeren Martini. Denn wenn einem irgendwas Spanisch vorkommt, dann säuft man sich die Welt einfach schön. Da sind wir gerade. Wir sind unterwegs in Richtung der Balearen. Unser Sohn ist hier nicht mit dem Flugzeug. Den haben wir in der Holzklasse gelassen. Der ist da hinten irgendwo. Wir fliegen hier natürlich Fine Business oder First, keine Ahnung. Und der Sohn ist da hinten irgendwo bei den ganzen anderen. Sollen auch die Eingeborenen den holen. Ist mir egal. Wir jedenfalls, Stewardessen gibt's ja auch nicht. Was für ein Scheiß. Hey Jungs, wo ist Stewardessen? Aus dem Seni nix, weil die Scheiben total beschlagen sind. Kein Wunder, dass das Ding gleich abstürzt. Habe ich gespoilert. So, wir craften uns einen Martini. Die Steuerung ist sehr ungewohnt. So, mit Tab öffnen wir. Wir haben zufällig ein Feuerzeug dabei. Das haben wir durch den Zoll gekriegt, hier durch die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen gekriegt. Kein Problem. Und jetzt trinken wir erstmal einen leckeren, brennenden Martini. Den wir hier jetzt erstmal auskippen. Weil die Scheiße will ja keiner süppeln, die wir uns selbst zusammengemischt haben. Und dann Rinnenkopf. Ah, köstlich. So. Unten links stehen immer ganz spannende Sachen. Zum Beispiel erstmal das Crafting. Kann ich hier nicht raus? Lass mich raus! Das Crafting funktioniert folgendermaßen. Leider nicht wie ein Forest mit einer praktischen Picknickdecke, die wir dabei haben, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich setze mich erstmal hin. Was steht auf dem Laptop? Flyzoner. Und der ist aber aus. Akku natürlich leer. Und hier auch am Saufen. Naja. Die Kapitäne haben mitgesoffen. Deswegen passierte dann Folgendes. Das Flugzeug ist weg. Oh, fuck. Ein Paddel. Das nehme ich mal. Ein Paddel mit einem seltsamen, monotonen Geräusch durch die Gegend. Dieses Geräusch wird uns leider noch sehr, sehr lange begleiten, fürchte ich. Wir haben aber Glück, in der Nähe ist eine bis mehrere Dutzend Inseln. Nein! Ein Hai! Das ging schnell. So, der hat uns zum Glück noch nicht, der tut uns zum Glück noch nichts. So, jetzt hier bloß. So. Oh, der Hai kommt. Ich zieh mal ganz schnell das Ding rein, bevor der hier an unserem Bötchen knabbert. Hey, du fette Sau! Hier, komm her! Ich verprügel dich mit meinem Ruder! Ich paddel dich weg! Ich spank dir die Haut runter und nehme mir eine Mütze! Entschuldigung, das mit der Mütze kenne ich noch aus einem anderen Spiel. So, wir sind also erfolgreich. Naja, mal wieder erfolgreich abgestürzt, sind hier quasi auf der ersten Insel. Ich weiß gar nicht, ob ich das Paddel jetzt aus der Hand legen kann.
Auf jeden Fall kann ich hier natürlich wieder Stick-Sticks einsammeln. Das ist so ziemlich das Äquivalent, das Grundäquivalent jedes Building-Systems, ob von Minecraft oder Forest oder sonst irgendwas. Sticks und Rocks sozusagen. Sticks and Rocks and Rock'n'Roll, Baby. Das ist auf jeden Fall das Grundelement jedes Survival-Games. Minecraft ist ja so gesehen auch ein Survival-Game. Und ich sammle mir erstmal die ganzen Sticks und anders als im Livestream habe ich mich diesmal sogar über die Rezepte erkundigt. Kann ich? Nee, das kann ich nicht. Es ist natürlich noch, wie gesagt, ist noch eine sehr frühe Alpha. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Paddel rudere auf dem Sand, ich habe keinen Schatten übrigens. Ich bin der unsichtbare Mann. Ne, wir sind eigentlich tot. Wir sind eigentlich bei dem Absturz draufgegangen, sind aber zu stur, um zu sterben und deswegen... So, deswegen hier auch die Wassergeräusche. Das ist einfach nur, dass meine seelischen Füße, mein Ether-Null-Fuß. Keine Ahnung, was ich hier rede. So, jedenfalls, wir sammeln Stöckchen und Steinchen, weil aus denen bauen wir uns dann natürlich wieder die ganzen Sachen zurecht. Jetzt suchen wir erstmal die ganze Insel ab, was es hier so gibt. Ab und zu treffen wir hier noch auf Übrigbleibsel von verschollenen Schiffchen und sowas, denn es scheint so, als wären wir hier einfach... Ich weiß es nicht genau. Es könnte das Bermuda-Dreieck sein. Ich weiß aber von den Wetterverhältnissen her nicht, ob das realistisch ist. So, bis jetzt habe ich erlebt, Sonnenschein, ständigen Sonnenschein und Nebel haben wir auch schon gesehen. So, und diesmal haben wir jetzt auch nicht das Glück, dass, also im Livestream war es so, da haben wir direkt so eine Schiffsruine gefunden, wo dann so eine Engine war, also so ein Motor und sowas. Und, also ein Teil eines Motors, den müssen wir jetzt später noch mühsam zusammenbasteln. Fische fangen können wir auch noch nicht. Ist leider etwas anders als bei Forest. Hier reicht kein Speer. Hier müssen wir wirklich dann später noch so ein Fishing-Netz bauen. Und ich schwimme mal ganz kurz hier rum. Ah, okay, das sah gerade aus wie ein Hochleistungs-PC. Ich dachte, ich kann jetzt hier auf der Insel vielleicht mit WLAN... Okay, ist kein Hai in der Nähe. Hier können wir ruhig ein bisschen rumschwimmen. Mit einem Arm natürlich, während er sich stoisch mit dem anderen Arm am Ruder festhält. Das ist sehr wichtig. Dieses Ruder gibt uns Kraft und Beständigkeit in einer zerrütteten Welt, in der wir jetzt erstmal existenziell bangen müssen. So, das Crafting-System. Pass auf, ich hole nochmal den Stick. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um das Crafting-System. Das ist hier etwas anders als zum Beispiel bei Forest, wo es ja relativ einfach gehalten ist. Hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Muss ich selber erstmal schauen. Wir gehen hier ins Dingensmenü und wir werfen uns immer... Ach, oh Gott. Wir können übrigens immer nur Viererstapel tragen. Ich wünschte, es wäre ein Zehnerstapel oder sowas, weil gerade bei den Sticks ist das doch sehr mühselig. Aber vielleicht wird das alles später noch korrigiert. Ich weiß es gar nicht. Wir brauchen... Ah, okay, das reicht nicht. Ich könnte jetzt ein Campfire bauen, aber... Pass auf, die Sticks schmeiße ich mal einfach weg. Ich schmeiße die... Ach, die schmeiße ich mal einfach dahin. So. Und genauso funktioniert übrigens auch das Crafting-System. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen... Die Kartoffel können wir theoretisch später noch ernten. Sonst gibt es hier aber nichts, ne? Ich suche gerade eine Yucca-Palme. Aber die gibt es hier... Doch, die gibt es hier tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, können wir die denn irgendwie... Kann ich der denn irgendwas tun? Ah, das Messer haben wir dabei. Okay. So. Die Yucca-Palme ernten wir ab und kriegen dadurch zwei Lashings. Zwei, ich weiß gar nicht, wie das übersetzen lässt. Strohgefimseldinger. Das ist die richtige Übersetzung. Wir sammeln Strohgefimseldinger. Auch von dieser Yucca-Palme sammeln wir Strohgefimseldinger. Und wie man sieht, die Yucca-Palme... Ah nee, jetzt ist sie jetzt nicht mehr aktiv. Die wird später wieder aktiv sein, die wachsen nach. Glaube ich zumindest. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. Bestimmt ein paar Tage. Und wenn ich sage Tage, das heißt natürlich für uns, wir müssen hier ein bisschen ausharren. So, hier haben wir zwei Sticks. Ich mache mal das richtige Rezept hier drüben. Wir haben zwei Sticks. Jetzt machen wir uns zum Beispiel ein Messer, haben wir schon. Das verbraucht sich natürlich. Wir werden später also ein neues basteln müssen. Und jetzt machen wir uns erstmal, weil wir sie nicht haben. Vorher hatten wir im Stream mal Glück. Da haben wir eine richtige geile Axt gefunden. Hier haben wir nicht so viel Glück. Erstmal noch nicht. Und deswegen schmeißen wir einen Stick auf den Haufen. Dann schmeißen wir noch einen Rock auf den Haufen. Und dann schmeißen wir noch so ein Ding auf den Haufen. So, und dann sieht man schon, da ist das Crafting-Symbol, wie wir es bei Martini hatten. Dieses komische, ich weiß nicht, was das sein soll. Wenn wir jetzt die linke Maustaste gedrückt halten, können wir eine krude Axt, also sozusagen eine billige Axt craften. Jetzt haben wir leider keinen Platz, um die mitzunehmen. Das ist natürlich blöd. Also inventarmäßig ist das hier echt so ein bisschen... Ich könnte jetzt noch was anderes craften. Wie sieht's denn, ganz kurz, unsere Armbanduhr? Hallo, 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 hallo. Unsere Armbanduhr gibt uns immer Infos. Wir haben momentan ein... Ja, Hunger haben wir nicht wirklich. Wir sind gesund, wir haben nicht wirklich viel Hunger und wir haben auch nicht wirklich viel Durst. Durst. Ich muss aber auf jeden Fall gucken, wie wir später dann noch
wie wir uns dann später noch eine Behausung bauen. Ich lasse die Axt erstmal liegen, weil wir sie nicht mitnehmen können. Ich will mal ganz kurz was gucken. 8 Sticks. Wir haben 8 Sticks. Ich könnte uns theoretisch... Das Gummiboot hat nämlich leider den Nachteil, dass Haie da sehr einfach durchbrechen können. Also so ein Hai, ne? Also so, der hat ja eine Flosse, eine fette. Sehe ich da hinten einen? Sehe ich da hinten sogar zwei? Nicht, dass hier einer ist. Ich gehe mal ganz kurz unter Wasser und gucke. Aber hier sehen wir natürlich noch weniger als über Wasser. Klar, weil das ist ja eine trübe Plörre hier. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt wirklich Haie waren oder ob das einfach nur so eine Reflexion war oder irgendwas anderes, was da so ein bisschen hochgegischtet ist. Und wir bauen uns jetzt als Alternative, das haben wir im Stream nicht gemacht, wir bauen uns als Alternative zu diesem Floß. Oh, einen Kompass haben wir ja auch nicht mehr. Da kommt der Hai. Da kommt der Hai schon angescheißert. Du hängst gerade mal ganz kurz deinen Puller ins Wasser, kommt der Hai angescheißert. Ist doch immer dasselbe. Ich gehe zur anderen Seite der Insel. Nee, ich bleibe hier. Scheiß Hai, das gibt's doch gar nicht. Ich gehe mal hier hinten hin. Können wir den wieder mitnehmen? Ah nee, hier. Inventar voll, gibt immer einen Knöterich. Obwohl, das hört sich ganz cool an. Das hört sich ein bisschen an wie... Nee, warte. Wie der Anfang von Maniac Mansion auf dem C64 hört sich das gerade so ein bisschen an. So. Ist unser kleines Dubstep-Inventar-Ding. Wir können uns hier theoretisch die Bäume fällen mit der Axt, na klar, aber was wir jetzt erstmal machen, ich hoffe, das funktioniert, ich hoffe, der Hai bleibt auch ein bisschen weg. Ich weiß gerade nicht, wo der ist, ich will auf jeden Fall nicht, dass der jetzt in unserer Nähe direkt ist. So, ich nehme die Sticks und haue 8 Stück, 1, 2, 3, 4 ins Wasser, die ich auch alle aufeinander balancieren lassen kann. Also fast. So, und wir können wieder basteln. Nein, ich will kein Campfire, nein, wie, das sollen auch 8 Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das nicht richtig? Oder bin ich nicht tief genug im Wasser? Also natürlich ein Feuer hier zu machen ist natürlich ein bisschen sinnlos. Ich hoffe, der Hai kommt nicht. Das wäre doof. 4. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. 1, 2, 3, 4. Ein Campfire im Wasser. Junge, werd mal realistisch. Der Hai ist nicht da. Das muss doch funktionieren. Ich kann mir nicht helfen, aber das muss funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir jetzt... Da hinten ist der nächste Hai. Ich weiß nicht genau, wie weit wir hier ins Wasser rein müssen. Probier mal was anderes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es klappt, aber ich probiere mal was anderes gerade. Wir sind ja gerade noch ganz am Anfang. Wir haben noch keinen einzigen Tag überlebt. Da sind Fehler natürlich richtig und notwendig. Denn wer überleben will, obwohl wer überleben will, darf keine Fehler machen. Aber der muss natürlich auch lernfähig sein. Und lernfähig ist man nur, wenn man Fehler macht. Wenn man keine Fehler macht, kann man nicht daraus lernen. So. Und ich ziehe mal ganz kurz mit der rechten Maustaste das Ding hier ins Wasser. Vielleicht nicht unbedingt hier über diesen komischen Seifenpilz. Kann ich das auch vor mir herschieben eigentlich? Wenn ich jetzt nicht unbedingt da drauf klebe, so. Ja, kann ich auch. Sehr gut. So, hoppsala. Okay, jetzt probiere ich mal ganz kurz. Kann ich das... Ich weiß nicht genau, ob das klappen wird. Ich paddel mal ganz kurz in diese Richtung. Wenn ich jetzt die Sticks droppe, sind sie natürlich weg. Okay, da hinten sieht man diese Wasserdinger. Ich weiß aber nicht, ob das Haie sind. Links und rechts, da sieht man... Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt auf YouTube seht, aber links und rechts sind diese Wasserviecher auf dem Meer. Ich weiß aber nicht genau, ob das Haie sind. Das kann ich nicht sagen. So, was ich probieren wollte. Ich weiß nicht genau, ob es klappt. Vielleicht haben wir jetzt gleich 8 Sticks verschwendet, aber wir müssen ja lernen. 4, 5... 1, 2, 3, 4... Ich hoffe mal, es sind keine Haie. Und ich sehe schon, ich kann da unten jetzt ein Campfire craften. Campfire, natürlich. Kein Hai. Schnell wieder hoch. Ich drücke mal die Leertaste, weil ich es aus Forest gewohnt bin. So, jetzt hier. Nein, die Leiter hoch. Verdammt, Junge. So, eigentlich sollten wir uns nämlich damit ein Floß craften können. Es funktioniert aber offenbar nicht. Oder die Rezepte wurden geändert, das weiß ich nicht. Also 8 Sticks sollten eigentlich ein Floß ergeben. Ich bin betrübt. Ich
wollte mir gerade ein schönes Holzfloß bauen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man dazu, ich hätte schon gedacht, man braucht diese komischen Dinger dazu, diese komischen, habe ich vergessen, diese Fahnengeflinsel. Da ist der Hai. Der hätte uns jetzt natürlich schön verspeisen können. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Ich kann mir natürlich erstmal ein Campfire basteln. 6 Steine. Kriegen wir hier 6 Steine zusammen? 3 Stück haben wir. Ich glaube aber, wir kriegen keine weiteren 3 Steine hierher, oder? Weil dann könnten wir uns hier theoretisch eine kleine Basis einrichten und dann die anderen Inseln erkunden. Aber ich glaube, als Basis ist diese Insel noch nicht wirklich geeignet, weil wir mehr Steine bräuchten. Wir können später noch Krebse essen, pipapo. Hier sind auch überall Haie. Wir können später noch Krebse essen, pipapo. Das machen wir natürlich auch alles noch. Lecker Krebs. Und dann schauen wir mal. Aber erstmal müssen wir irgendwie vorankommen. Verdammte Axt, ich suche jetzt hier Steine gerade. Aber ich glaube, und wir klammern uns natürlich wieder ans Paddel. Aber ich glaube, das wird jetzt am Anfang noch nicht ausreichen. Und ich glaube, das Spiel wird auch noch, das wird noch ein bisschen dauern, bis es sich entfalten wird. Wie gesagt, momentan ist es Version 001, da kommt noch eine Menge dazu, da wird noch eine Menge anders gemacht, vermute ich mal. Und was wir hier theoretisch machen können, ist erstmal eine Unterkunft, aber ich sehe, obwohl doch, hier sind Inseln in der Nähe. Bäume haben wir eigentlich genug, Steine können wir auch von anderen Inseln holen. Hunger haben wir jetzt momentan noch nicht allzu viel. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier sage, wenn ich jetzt hier, wir haben ja die Stick-Sticks. Ich hoffe, das funktioniert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der will aber immer ein Campfire draus craften. Eigentlich sollte das doch eine Foundation jetzt werden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. 8 Sticks. Eigentlich sollten wir dadurch jetzt eine Grundlage finden. Ich glaube, die Rezepte wurden geändert, oder? Ich weiß es nicht genau. Was ist denn los? Ach, der Dicke wieder. Hey, hey, komm. Komm her, wenn du nicht traust. Komm her. Ich meine natürlich, hey, Nachbarschaft. Ja, das Doofe ist, so können wir natürlich, ich lasse die Sticks jetzt einfach mal liegen, aber so können wir natürlich nicht bauen, wenn die Rezepte nicht mehr stimmen. Wenn sie jetzt wieder umgeschwurbelt haben, wäre das doof. Da habe ich mich jetzt extra vorbereitet, habe die Rezepte gelernt und, ja. Und ich weiß ganz genau, dass es 8 Sticks waren. Ich weiß es ganz genau und jetzt sind es irgendwie keine 8 Sticks mehr. Und wir brauchen diese Foundation, brauchen wir quasi als Basis für alle anderen Bauwerke. Also wir können diese Basis, die können wir später noch ausbauen zu allen möglichen anderen Krams. Also wir können uns daraus dann eine Hütte bauen. Und so weiter. Da brauchen wir noch Palmwedel. Die kriegen wir natürlich, indem wir Palmen fällen und so weiter. Aber das scheint ja nicht so richtig zu funktionieren. Habe ich das Gefühl. Wir können halt hier, natürlich hier, ganz Forest-like. Ich zeige das mal eben, damit wir es gemacht haben. Es wird natürlich langsam dunkel und wir haben auch ein bisschen Hunger. Zumindest ein Lagerfeuer können wir uns ja bauen. So. Und hier haben wir jetzt Kokosnüsse, die können wir aufschlagen und daraus trinken und später können wir die noch aufbrechen und das Fruchtfleisch essen. Jetzt müssen wir aber erstmal ganz kurz die Palme in ihre Einzelteile zerlegen. Hier haben wir erstmal die Palmenwedel. Die hauen wir auseinander. Ich weiß gar nicht, was mit der Axt geht. Doch, das geht mit der Axt. Dann haben wir hier so verschiedene Loks. Und die können wir auch auseinanderhauen und machen da Stickies draus. Ich weiß gar nicht, ob man die Loks irgendwie schon zum Craften braucht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube momentan noch nicht. Ist das laut. So, und jetzt können wir den hier auch auseinanderholzen. Dann haben wir die erste Palme umgesegelt. Und ich würde aber erstmal die... Ich guck mal ganz kurz, was meine Gesundheit macht. So, da haben wir jetzt Palmfront. Mit dem Palmfront können wir später zum Beispiel so ein Hüttendach oder sowas basteln. Palmen haben wir hier auf der Insel jedenfalls perfekt genug. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, für ein Campfire wird es auch reichen. Das Problem ist nur, da wir nicht genug Steine haben, kann ich daraus kein richtig größeres Campfire machen. So, ich schlag mal eben die Kokosnuss auf. Zack, Kokosnuss. War eben grün, ist plötzlich reif. Wir schlagen auf eine grüne Kokosnuss, damit sie schneller reif wird. Das ist normal. Das ist wie Schildkrötenmotivation. Jetzt nehme ich die Kokosnuss, die man trinken kann, nehme sie in die Hand und... Das Geräusch ist ein bisschen komisch, weil es ist anders wie eine Trinkflasche. Aber ich schau mal ganz kurz, da geht der Mond auf. Ich schau mal ganz kurz, wir haben auf jeden Fall Hunger ein bisschen. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht... Hier die trinkbare Kokosnuss, die tue ich erstmal zu den anderen Sachen. Ich schaue mal, dass wir vielleicht erstmal was Krebsiges essen hier. Und dafür brauche ich auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Das mache ich vielleicht mal hier am Strändelein.
damit die Haie auch schön auf uns aufmerksam werden. Dafür brauche ich auf jeden Fall erstmal 8 Sticks. Ein Feuerzeug haben wir ja. Ich hoffe, das hält auch, das Feuerzeug. Habe ich 8 gesagt? 4 Sticks brauche ich dafür natürlich. 3, 4. So, daraus kann ich jetzt ein Campfire... Hä? Willst du mich verarschen? Lagerfeuer waren noch 4 Sticks? 5 Sticks, Entschuldigung, es waren 5 Sticks. Es waren 5. War mein Fehler. Das war mein Fehler. Es war eine so blöde Anzahl von Sticks, dass man 2 Plätze dafür im Inventar brauchte. Das fand ich immer doof. Immer. Also letztes Mal, als ich es gespielt habe, das eine Mal, fand ich das immer doof, das letzte Mal. So, und jetzt können wir uns aussuchen, wo wir es hinbauen. Ist ein bisschen schräg vielleicht, aber hey, wir lassen uns doch die gute Laune davon nicht verderben. Ich bastel das erstmal hier hin. Und dann gucke ich mal ganz kurz mit dem Messerchen oder mit der Axt. Schaue ich mal ganz kurz. Die Axt, wie man sieht, die hat schon Abnutzungserscheinungen. Einfach weil, ist natürlich eine billige Axt. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ist das ein Hai? Oder ist es einfach nur so eine Schogette auf dem Wasser? Ich glaube, diese Dinger sind einfach nur irgendwas auf dem Wasser. Das ist, glaube ich, kein Hai. Ich weiß es nicht hundertprozentig. So, der ist zu klein. Ich suche mir mal einen großen Krebs. Ich weiß nicht, ob es was bringt. So. Hau ich nochmal schön rein, nehme den mit und dann können wir den ganz bequem... Das Blöde ist halt jetzt mit dem kleinen Lagerfeuer, ist halt das Blöde. Ich kann den jetzt zwar hier hindroppen. Nein, dich nicht. Ich kann den Krebs jetzt hier hindroppen. Hui, Krebs. Hol mir jetzt aber noch einen zweiten. Einfach nur, weil wir von einem natürlich nicht sonderlich satt werden. Das ist so ein ganz... Ah, die sind nicht so groß. Und was anderes als Krebsfleisch haben wir hier nicht. Da haben wir eine fliegende Axt wieder. Was anderes als Krebsfleisch haben wir hier nicht. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie wir damit über die Runden kommen. Später können wir noch Fische in Netzen sammeln und so weiter. Das soll alles noch kommen. Das kann man bestimmt, wenn ich den angelegt habe, dann kann man das bestimmt noch in diesem Outro sehen. Ich weiß nicht genau, ob ich es geschafft habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich sammle hier nochmal die Stickies ein. Dann müssen wir sie später nicht mehr zusammensuchen. Und hier könnten wir theoretisch auch Kartoffeln holen. Das geht natürlich auch. Ich weiß nicht genau, ob man die einpflanzen kann. Das werden wir bestimmt noch alles herausfinden gemeinsam. So, Krebse tummeln sich meistens am Wasser. Deswegen latsche ich hier mal den Strand ab gerade. Und sammle uns nochmal einen zweiten Krebs. Da ist noch der Sticky, den wir haben liegen lassen. Die Insel ist nicht sonderlich groß, deswegen sind wir schon wieder hier. Ich hätte vielleicht besser suchen sollen. Ach nee, nachts sind die, glaube ich, alle... Sind die nachts zufällig weg? Verdammt, es gibt hier auch diese kleinen Löcher. So ein Glück. Ah, Alter. Oh, Freunde. 1, 2, 3. Weißt du was? Ich nehme natürlich nur die großen mit. Ach ja. Okay, wir wissen ja, wo sie liegen. Ich pack die anderen Stickies mal. Ja. Ich pack die anderen Stickies mal hier zu den anderen. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Wahrscheinlich nicht. 2, 3, 4. Campfire. Mehr kann ich da nicht craften. Wenn ich jetzt die beiden noch... Vielleicht wurde einfach die Stickanzahl erhöht. Ich weiß es gar nicht. Nein, Campfire. Ich kann ein schönes Campfire draus basteln. So, da nehme ich mal die Krebse mit, die wir hier hinten kaputtgeschlagen haben. Es tut mir das natürlich sehr leid, aber wir sind natürlich im Survival-Modus. Wir müssen ja irgendwas essen. So, und die beiden kleineren, obwohl, die sind ja auch schon erwachsen. Ich weiß nicht genau, ob die Krebse auch wachsen. Das weiß ich halt nicht. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. So. Und ich würde sagen, ich schmeiß die erstmal hier so hin. Kann ich den vielleicht so ein bisschen schon... Ja, die purzelt da immer runter. Das ist blöd. Eigentlich müssten wir die irgendwie im Feuer halten, aber es geht einfach nicht. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt Steine gegenlegen kann, damit das funktioniert. Die purzeln leider immer runter. Das heißt, ich muss den gleich selber übers Feuer halten. Solange wir noch kein besseres Feuer haben. Oh. So, halten wir den mal übers Feuer. Achso, warte. Scheiße, das war ja anders. Und das wird leider dauern. Es dauert sehr lange, bis die gar sind. Bei Forest geht das hier einigermaßen, da sind das irgendwie ein paar Sekunden, eine halbe Minute oder so, dann ist das Ding durch. Hier dauert es ein bisschen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind ja noch in der ersten Folge, wo wir die grundlegenden Sachen einfach mal durchgehen so ein bisschen. Und ich würde sagen, dann geht ab morgen das richtige Survival los, vermute ich mal. Survival! So, lalalala, der Chefkoch, lalalala, der Chefkoch, lalalala. Ich glaube, ich versuche mal so viele gar zu kriegen wie möglich. Jetzt müssen wir zum Beispiel um das Feuer, können wir jetzt die Steine drum machen.
Das Problem ist nur, also 6 Steine bräuchten wir, um jetzt hier so ein richtiges Lagerfeuer zu machen. Aber das Problem ist einfach, wir haben hier auf der Insel nicht mal 6 Steine. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß noch nicht, ob man sich die irgendwie abschlagen kann. Mit einem Hammer vielleicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Man kann sich einen Hammer auch basteln. Ich weiß aber nicht genau, ob das funktioniert. Nee, mit dem Hammer haben wir versucht im Livestream. Ich erinnere mich gerade, es hat nicht funktioniert. So, ich setze mich mal hier so ein bisschen ans Lagerfeuer. Ah, huch. Nein, ich darf nicht zu weit weg, weil meine Arme sind so und so lang. Guck mal, beim Lagerfeuer kommt oben so Schwärze raus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und es dauert, bis sie gar ist. Und es lalalala. Wie kriegt man da eigentlich Rockshards? Ah, die erste ist gar. Cooked Crab haben wir jetzt. Und wenn ich jetzt nämlich diese hier, dann halte ich gleich mal die nächste rüber. Ich halte die nicht im Inventar, weil die sich irgendwie ganz komisch stacken. Ich weiß nicht genau wie. Als ich rohe Krabben im Inventar hatte und die dann irgendwie eine andere übers Feuer gehalten habe, ich weiß nicht, hat er die irgendwie vermischt? Keine Ahnung, das ist noch so ein Bug. Und dann haben wir aus Versehen rohe Krabben gegessen und da war unsere Gesundheit komplett weg und das war unser Todesurteil. Dann sind wir damit, obwohl wir sind ohne Gesundheit durch die Gegend gestiefelt und sind dann, glaube ich, letzten Endes doch verhungert erfolgreich. Das war toll. Einfach mal verhungern. Ach, schön. Das ist ein hehres Lebensziel. So, ich mache mir auf jeden Fall ein paar krosse Krabben. War doch klar, der Witz liegt auf der Hand. Und später können wir uns bestimmt Fische machen. Und ich glaube, die Fische sind schneller gar als die Krabben. Generell, wenn man sich selber Fische macht in der Pfanne, dann sind die ja auch relativ schnell durch. Deswegen immer auf einer leicht niedrigeren Temperatur machen, wenn man das möchte. Wenn man das zu schnell macht, sind die außen schon angebrannt, bevor sie innen gar sind. Ne, nur mal so kleine Haushaltstipps unter uns. Lalalalalalalala. So, jetzt gucke ich gerade mal, was ich noch alles basteln kann. Das Problem ist, dass die Rezepte hier offenbar nicht richtig sind. Das ist ein Problem. Ich gucke da mal zur nächsten Folge hin, gucke ich mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. 4 Lashings, 4 Palmfronds. Kriegen wir die zusammen? Nee, uns fehlt da, glaube ich, noch was. Da hätten wir uns nämlich jetzt schon so ein Bett machen können zum Schlafen. Was, glaube ich, ganz sinnvoll ist, wenn wir keine Gesundheit haben, dann kann man sich ein Bettchen machen. Da kann man bestimmt die Gesundheit auffrischen. Das habe ich noch nicht probiert. Das kriegen wir auch schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und wir sind momentan... Ah, die nächste ist durch. Sehr gut. Wir sind momentan noch auf der ersten Insel, also nicht wundern. Und ich vermute mal, man kann später noch... Das kann man noch machen. Also wenn man so ein Feuer mit Steinen gesichert hat, kann man noch so ein paar Stöcke drüber machen und kann dann wirklich die Krabben und sowas... Ich weiß nicht genau, was man alles dranhängen kann, aber man kann alles Mögliche drüber kleben, dass man das nicht selber übers Feuer halten muss. Wie so eine Art Grill dann sozusagen. Aber da kommen wir später hoffentlich noch hin. Hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. So. Ach ja. Ich vermisse ein bisschen die Ureinwohner, muss ich ja zugeben. Es gibt hier noch. Ich weiß nicht, ob es welche geben wird. Keine Ahnung, was geplant ist. Nein, es regnet. Scheiße. Ich hoffe, unser Feuer geht nicht aus. Ich habe noch nie gesehen, dass es hier regnet. Der Strand ist auf jeden Fall nass. Das ist schon mal ganz cool. Und das Feuer scheint aber gegen den Regen anzukämpfen. Ich vermute mal, es wird aber trotzdem schneller ausgehen als eigentlich geplant. Und jetzt geht der Mond auch unter und wir haben die Nacht durchgemacht. Also eigentlich alles wie immer. Es ändert sich einfach nichts. So, Sonne geht langsam auf. Und wir haben die Hälfte der Nacht damit verbracht, Krebs übers Feuer zu halten. Es tut mir natürlich sehr leid, aber das bleibt natürlich nicht aus. Wenn man überleben will, muss man alles machen. Man sieht langsam, das Feuer versinkt im Boden vor Scham. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Verfallprozess. Ich weiß nicht genau. Ja, wir haben noch einen dritten. Das ist auf jeden Fall erfolgreicher als ein Livestream, wo wir dann um jeden Krebs gekämpft haben. Hier quatschen wir die einfach so lange zu, bis die von freiwillig gekocht sind. Habe ich da hinten gerade einen Hai gesehen in der Ferne? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal wieder aufs Meer so ein bisschen. Ich will einen Regenbogen. Es gibt leider noch keine Regenbögen. Und das da hinten ist, glaube ich, wirklich ein Hai, ne? Da auf dem Meer. Ich glaube, das ist ein Hai. 2 sogar, wenn ich das richtig gesehen habe. Die sind auch ziemlich schnell, die Viecher. Und hungrig. Ich glaube, die sind hier sehr hungrig. Und wir sind natürlich ein Festmahl für die Damen und Herren. So, den hier machen wir noch. Dann haben wir einen 4er-Stack. Das sollte hoffentlich... Ich weiß nicht genau, wie lange die reichen. Wahrscheinlich nicht wirklich lange. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Rocks. Und dafür müssen wir noch eine andere Insel abfarmen. Hier haben wir erstmal die erste Nacht überlebt einigermaßen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann gucke ich mal, ob ich diese Palmfronds noch unterkriege.
und die Lashings. Weil die braucht man dann für unser erstes Bettchen, wenn wir schon nicht wissen, wie wir noch Foundation machen momentan. 8 Sticks soll die eigentlich beinhalten. Ich verstehe es gar nicht. Schauen wir mal. Und der Hai ist jetzt weiter rechts. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt in unsere Richtung kommt. Ist, glaube ich, doch nur ein Hai. Was, das zweite, was ich gesehen habe, war die Schwanzflosse. Das sollte nicht mal lustig sein. So, man sieht, das Feuer versinkt langsam im Boden. Ich glaube, das soll indizieren, dass das Feuer langsam K.O. geht. Also, dass das Feuer langsam ausgeht. Ja, und wir haben einen vierten Krebs. Juhu. Wie sieht's denn aus? Oh, wir haben Hunger. So, und jetzt haben wir nur noch 3 Hunger. Und jetzt haben wir immer noch 3 Hunger. Ich glaube, die Krebse bringen viel zu wenig. 2 Hunger. Dafür, dass wir jetzt so lange gekocht haben, ist das echt ein bisschen erniedrigend. So, ich stehe mal wieder auf. Feuer geht eh gleich aus. Und wir sammeln mal ganz kurz die Reste auf. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Das da. Okay, das soll reichen. Das Inventarmanagement ist wirklich ein bisschen schwierig. Ist das die Green? Die ist die gute, ne? Da. Die nehme ich mal ganz kurz mit. Wieso kann ich die nicht trinken? Ich glaube, die kann man nur einmal trinken, wenn ich das jetzt richtig drinkable Coconut. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt mit dem Messer, mit dem Dingens? Da kriege ich die gar nicht mehr. Und jetzt? Damit kriege ich die auch nicht mehr. Das ist ja doof. Bestimmt mit dem Paddel. Kann ich die irgendwo auf den Fels hauen oder so? Nee, angeblich soll man die ja öffnen können. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich tu die mal... Nee, pass auf, ich leg die mal trotzdem zu den anderen Sachen. Falls wir hier jemals wieder auf die Insel kommen, haben wir noch ein bisschen was übrig. Palmfront... Huch? Campfire, genau. Palmfront nehmen wir mit. So, damit können wir dann dem Sultan ein bisschen Luft zufächeln. Schade, dass es nicht geht. Nee, pass auf, ich leg die gerade eben... Ich leg die Axt eben nochmal weg. Tschüss. Und trink eben nochmal ganz kurz. Ich brauche die Axt dafür. Scheiße. So, dann hau ich hier mal ganz kurz... 1, 2, 3. Ach nee, ich muss sie noch öffnen. So. Huch, hier. 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung, warum die plötzlich reif werden. 1, 2, 3. So, und jetzt lege ich die Axt mal ganz kurz weg. Wie sieht's aus? Und wir haben keinen Durst mehr. Durst. Wir haben keinen Durst mehr. Sehr gut. So, die Axt nehme ich wieder mit. Was? Doch, die Axt hält noch ein bisschen. Und dann schalten wir gleich zurück aufs Paddel. Das Paddel kann ich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf eine Insel gehe, ablegen. Normalerweise brauche ich es da ja nicht unbedingt. Ich ziehe das Floß mal ganz kurz. Ich ziehe das Floß mal ganz kurz ins Meer. Na, jetzt. Alter. Nein. Komm doch her. Los, trau dich. Komm her. Ich habe eine Axt. Und du nur 2000 scharfe Zähne. Lass uns sehen, wer gewinnt. Du natürlich. Ich gehe mal ganz kurz weg, dass das mit dem Floß nicht funktioniert. Ach Mann. Ich bin ja eh dafür, dass man so verschiedene Rezepte macht. Ich glaube, das haben sie letzten Endes auch so gelöst. Deswegen haben sie die Rezepte geändert. Kann ich hier wieder... Eigentlich? Ach, cool. Da kann ich jeden Tag was runterholen. Ja, was abschneiden. Da kann ich jeden Tag was abschneiden. 4 Lashings haben wir. 4 Palmfronds. Also eigentlich... Eigentlich können wir dann uns auch hier das Bettchen bauen. Auf dieser Insel. Ich finde die Insel nur ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Und ich hätte dann gerne eine, wo es vielleicht mehr Rocks gibt. Mehr Rocks. Ich hoffe, der ist weg. Ist er das da? Nein, das ist er. Ich weiß nicht genau, inwieweit die einen sehen. Oder wie weit die sehen können, so rum. So, ziehe ich das noch? Nein. Das mit dem Ziehen ist ein bisschen schwierig, aber ist natürlich richtig. Ich kann es natürlich nur rückwärts ziehen. So, ich schleife das hier mal über die Insel. Das Problem ist, wenn die Haie das oft genug angreifen, das Ding, dann ist es natürlich Geschichte. So.
Ich hoffe, das reicht und wir düsen mal. Ja, ich glaube zu der Insel da hinten. So, komm. Los, los, los. Ja. Da sind wir wieder auf hoher See. Wir rudern mal da hinten hin. Da sehe ich gerade keinen Hai. Ich hoffe, da ist ein bisschen ruhiger die Lage, aber ich glaube, wir haben hier überall Haie. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum und wir müssen uns wahrscheinlich früher oder später einem stellen, um sein köstliches Fleisch auf den Grill zu werfen. Ich vermute mal, da wird es irgendwann zu kommen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das in dieser Runde schaffen oder ob wir bis dahin vielleicht noch ein paar Mal sterben werden. Das werden wir natürlich herausfinden. Da lassen wir uns überraschen. Erstmal müssen wir natürlich gegen die kleinen Fischleins hier ankommen. Also nicht dagegen ankommen, sondern die einsammeln und lecker verschmausen. Einfach mal alles wegspachteln. Oder wir machen sie die Franzosen, wir essen die einfach alle roh, dann lutschen wir die aus dem Ozean und noch ein paar Frösche hinterher. Das ist Rassismus! Das ist kein Rassismus. Wenn ich mich recht entsinne, kann man in Frankreich tatsächlich auch rohen Fisch genießen. Ich habe gehört, es sei eine Spezialität, ich muss aber zugeben, es ist nicht meine Spezialität. Als ich in Frankreich war, habe ich mir dann Fleisch bestellt, weil so also Fleisch, und das soll man da auf jeden Fall gut durchbestellen, weil es sonst blutig ist. Ich weiß nicht warum. Hammer Franzosen oder den Zuschauern, ist das wirklich so, dass man da in Frankreich alles ein bisschen roher genießt? Wir dürfen nicht am Hai vorbei. Wir müssen weg. Ach scheiße, jetzt am Bildschirmrand sieht die Insel näher aus. Da ist der nächste Hai, ne? Fuck. Wir schwimmen mal zwischen den Haien durch, aber die werden uns auf jeden Fall scheiße. Was war das denn gerade mit der Insel? Ja, auf jeden Fall am Bildschirmrand. Wenn die Insel am Rand vom Bild ist, dann sieht die viel näher aus, als wenn man direkt drauf zurudert. Das ist gemein. Dann wechselt man nämlich mal kurz den Kurs auf die nächste Insel und dann ist die plötzlich doch viel weiter weg. Du gemeines Spiel. So, auf jeden Fall wollte ich sagen, in Frankreich habe ich das Gefühl, wird eh alles sehr gerne sehr roh gegessen. Und als ich mir dann Fleisch bestellt habe, was gut durch war, da war es blutig. Ich weiß nicht, was war das denn gerade? Ich weiß nicht genau, ob es gewollt war, ich habe keine Ahnung. Meine Erinnerungen an eine schöne Zeit vor dem Absturz. Ach, damals. Da waren wir noch ganz früher zu Lizenzverhandlungen, waren wir da in Frankreich. Boah, da kann ich noch lustige Geschichten erzählen, die ich mich gar nicht traue zu erzählen. Die sind eigentlich sehr lustig, aber eigentlich sind die auch sehr peinlich. Ach ja, ach, da waren schöne Sachen dabei. Die darf man echt nicht öffentlich erzählen. So, okay. Dann ziehen wir das Ding erstmal wieder... Hallo? Ich bin noch nicht ganz raus, glaube ich. So, dann ziehen wir das Ding erstmal wieder an Land, damit es nicht wegschwimmt. Und dann gucken wir uns hier mal um. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Wie viele Sticks haben wir denn dabei? Keinen einzigen, das ist ja toll. Aber wir haben hier ein paar Palmen, das heißt, es müsste eigentlich reichen soweit. Ich sammle Steine, haben wir 4. Wir brauchen 6 für ein Lagerfeuer. Ich weiß noch nicht genau, dass die Insel hier ist auch ziemlich klein. Ich hätte gerne eine größere Insel, die man sich so anlegt als Hauptinsel, aber die zu finden ist natürlich die Frage. Ganz kurz, es gibt im Meer selber auch Schiffswracks, also nicht nur hier an der Insel. Es gibt im Meer selber auch größere Schiffswracks, wo man auch Sachen bergen kann. Aber natürlich muss man dazu erstmal kommen und man muss damit rechnen, dass man dann von Haien angegriffen wird. Das erfahren wir aber natürlich erst etwas später im Game. Das wird natürlich noch nicht jetzt passieren und ich habe das Gefühl, dass diese komischen... Diese weißen Dinger da oben weisen darauf hin, wo ja Schiffswracks sind, glaube ich. Ich bin natürlich noch mega ängstlich, weil ich noch nie gegen einen Hai gekämpft habe. Also jetzt zumindest in-game. Out-game natürlich, schon mal einen Kinnhaken. Alter, der Fisch war gerade zu groß. Ich bin so mutig. Ich muss atmen, glaube ich. Ich habe gerade gesehen, ich muss atmen, weil ihm gerade langsam schwarz vor Augen wurde. Sardinen, okay. Kann ich ihnen sardinlich sein? Das heißt, wir können mit dem Messer bestimmt auch Sardinen angreifen. Und verschnabulieren. Na gut, wir sind auf der zweiten Insel. Viele Steine scheint es hier nicht zu geben. Für Stöcke haben wir keinen Platz. Ich glaube, das ist die falsche Insel. Ich würde natürlich den Stein gerne mitnehmen, aber ich kann es nicht, weil wir ein so begrenztes Inventar haben. Wir werden später hoffentlich noch irgendwo einen Rucksack finden. Das hier ist der eine Stein der Insel. Wir werden später hoffentlich noch... Kann man Seesterne eigentlich? Nee, kann man nicht. Die kann man ja auch nicht essen und gar nichts. Und da hinten ist irgendwas im Wasser. Was ist das denn? Hä? Das gucken wir uns aber an.
aber natürlich erst in der nächsten Folge. So viel ist klar. Das Doofe an diesem Spiel ist, das ist ähnlich wie bei Forest damals, in den älteren Versionen. Während wir hier quatschen, schön in den Endscreen, im Endscreen quatschen und ich hier das Menü offen habe, geht das Spiel, glaube ich, weiter. Zumindest die Zeit verrinnt weiter und wenn wir weiterspielen, ist es wahrscheinlich Nacht. Ich weiß nicht genau, ob das Spiel an sich auch weitergeht, aber da wir keine Ureinwohner haben, ist auch alles gut. Ich bin mal gespannt, ob auch später noch Lebewesen, andere Lebewesen außer Krebsen auf einer Insel haben und so weiter. Wie gesagt, es ist momentan Alpha-Version 001 und es hat sich in der Zeit schon eine Menge getan von dem ursprünglichen Spielkonzept und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vor allen Dingen jetzt nach Release wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas gegeben und ich vermute mal, da wird auch ein bisschen mehr Team dahinter klemmen, wenn man jetzt so die ersten Einnahmen hat. Das Ding könnt ihr bei Steam holen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ich hoffe, dass wir da noch, ein paar Völkchen abdrehen werden, weil ich habe Bock, mir hier eine kleine Behausung zu bauen und ich will auf jeden Fall einem Hai ordentlich auf die Schnauze hauen. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, in Klammern wahrscheinlich nicht. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.